Also, das ist unsere Roseanne, eine ältere Schäferhündin, die ja eigentlich immer alleine gelaufen ist. Sie ist mal vor Jahren hier mit ihren Welpen angekommen. Die Welpen haben alle ein Zuhause gefunden und sie ist übrig geblieben, weil sie halt ein alter Schäfi ist und sie niemand wollte. Und heute haben wir beschlossen, sie in unserer Setter-Gruppe mitlaufen zu lassen. Hier sind überall Setter, Mädchen, Rüden, alles gemischt. Und die Roseanne hat beschlossen, sie möchte da gerne mitlaufen, dass sie nicht mehr so alleine ist. Und wir freuen uns sehr, weil es ist eigentlich alles ganz wunderbar. Ha? Roseanne? Rosi? Hey. Bella brava. Muss man noch ein bisschen aufpassen, weil so ganz weiß ich nicht genau, wie, wo, was. Und sie kennt die Hunde heute das erste Mal, dass sie alles sieht. Also, aber sie macht das schon ausgezeichnet. Und ich denke, das ist super, wenn sie in einer Gruppe läuft und nicht mehr so alleine ist und so isoliert. Also, liebe Leute, wenn jemand ein älteres Schäfermädchen möchte, unsere Roseanne, kann mit Settern auf alle Fälle, denn sie kann mit allen im Grunde. Sie ist schon mal in einer Gruppe gelaufen, wo sie sich selbst vergesellschaftet hat und das ist wunderbar gegangen. Also wenn das jetzt nicht irgendwelche aufdringlichen, lästigen oder überkandidelten Hunde sind, dann passt unsere Roseanne egal wohin. Rozi! Oh, braves Mädchen! Ja, so ein gutes Mädi! Feine Mausi, ja sag mal, hallo, hier bin ich, Deutschland. Will mich denn hier keiner? Ja, will mich keiner, dabei bin ich so ein toller Hund. Ha? Gutes Mäuschen. Feine Maus.